Ich bin's, das Kätchen. Und das ist das Robert-Meyer-Denkmal. Robert Meyer wurde 1814 geboren und war ein Heilbronner Arzt, der das Gesetz der Energieerhaltung entdeckte. Er zeigte, dass Energie nur umgewandelt, nicht geschaffen oder zerstört werden kann und dass mechanische Arbeit in Wärme umwandelbar ist. Anfangs wurde er von der wissenschaftlichen Gemeinschaft lange nicht ernst genommen. Er erlitt viele Schicksalsschläge. Anerkennung fand er spät. Das 1892 errichtete Denkmal von Wilhelm von Rümann auf dem Marktplatz würdigt ihn als einen der bedeutendsten Söhne Heilbronns.